Haben Sie das gehört? Was war das? Ich habe nur einen Schrei gehört. Raus, 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 raus! Justus? In meiner Suite ist eine Schlange. Vielleicht sorgen Sie mal dafür, dass dieses Vieh verschwindet. Natürlich, Graf Lahnstein. Ja, sie scheint giftig zu sein, also... Oh, dann hole ich mir wohl besser vorher ein Messer. Eine Giftschlange? Ja, ein kleines Abschiedsgeschenk von Tanja, würde ich vermuten. Komm. Ja, sowas wie mit dieser Schlange im Bett, das wird nicht mehr vorkommen. Das war der Abschiedsgruß einer Frau, die noch nie verlieren konnte. Ja, eben. Hey, sie kann doch gar nichts mehr machen. Sie wohnt doch gar nicht mehr auf dem Schloss. Also, ich verspreche dir, ich werde die Scheidung so schnell wie möglich durchziehen, okay? Jetzt glaub mir, sie kann dir nichts mehr tun. Hm? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nichts so sehr verbindet wie gemeinsame Feinde. Und du hast Ansgar genauso wie ich. Tanja, was soll das hier werden? Deine kleine süße Lydia. Sie hat dich belogen, betrogen. Und nun spielt sie sich als Frau an Ansgars Seite auf. Es muss dir das Herz gebrochen haben. Jetzt sag endlich, was du willst. Tanja findet immer Mittel und Wege. Dann schmiert sie den einen, dann bezahlt sie dem anderen irgendwas. Ja, aber hey, selbst wenn sie jetzt noch irgendwas vorhat, sie wird schnell merken, dass es zu nichts führt. An mein Geld kommt sie nicht ran. Sie bekommt das alleinige Sorgerecht für Hannes nicht und vor allem wird sie uns nicht auseinanderbringen. Ich fände es schade, wenn Lydia und Ansgar ihr junges Glück ungestört genießen könnten. Das haben sie nicht verdient. Weißt du, mir fällt jede Menge ein, wie ich ihnen das Leben zur Hölle machen könnte. Die doch bestimmt auch. Wie wär's, wenn wir uns zusammenschließen? Nein. Egal, wie schlecht es mir auch geht, mit jemandem wie dir werde ich mich nie zusammenschließen. Warst du in der Holding? Die gibt's nicht mehr. Schon vergessen? Jetzt, wo Tanja rausgeschmissen wurde, glaubst du wohl, dass du die auf dem Schloss wieder einzecken kannst. Sebastian. Und da möchtest du natürlich nicht gestört werden durch so einen lästigen Streit mit deinem Ex-Mann. Hör auf damit. Was denn? Ist doch so, oder? Ich hab nicht vor, jemals wieder aufs Schloss zu ziehen. Natürlich gibt ja auch genug Absteigen in Düsseldorf, in denen du dich mit deinem Lover treffen kannst. Vergiss es. Sebastian, du bist doch nicht etwa wegen des Treffens mit Borchert hier, oder? Nein. Na, wie schön. Dann kümmere dich mal um dich selbst. Ich muss dich aber dem Treffen dann nicht ertragen. Sebastian? Hallo, Vater. Das ist mein Sohn, Sebastian von Lahnstein. Angenehm. Ansgar von Lahnstein. Durch ihn sind wir erst auf Sie aufmerksam geworden. Ja, das ist ja auch mein Job. Nehmen Sie doch Platz. Auf deinen untrüglichen Geschäftssinn. Jemand wie dich habe ich mir schon immer als Sohn gewünscht. Auf dich, mein Schatz. Auf die schönste Frau der Welt. Ihr seid ein wunderschönes Paar. Auf euch beide. Auf euch. Möchten Sie nichts trinken? Graf Lahnstein? Hallo? Geht es Ihnen nicht gut? Doch, es geht. Ich möchte nichts trinken. Nein, danke. Tanja. Sebastian, was verschafft mir die Ehre? Willst du mir wieder sagen, wie viel du von mir hältst? Ich habe nachgedacht. Ach ja? Mache ich das Richtige? In Bezug auf was? Sebastian, er hat die Firma verlassen. Ich werde Ansgar entlassen müssen, damit er in die Firma zurückkommt. Also, ich hätte ja nie gedacht, dass mir dieser Satz mal über die Lippen kommt. Aber Ansgar muss bleiben. Wir brauchen ihn. Seine Fähigkeiten, seine Kontakte, gerade jetzt. Ich will, dass Ansgar und Lydia genauso leiden wie ich. Ich will sie am Boden sehen, beide. Das heißt, wir beide haben einen Deal. Wir haben einen Deal.